Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Bunte Steine Fan, und ich habe euch heute ein Harry Potter Set mitgebracht aus der aktuellen Welle, die Nummer 75945, Expecto Patronum. Mein allererstes Harry Potter Set, was ich hier überhaupt vorstelle. Ich habe einige auf Lager und da werde ich die mal langsam abarbeiten. Auf jeden Fall sehr schönes kleines Set. Ich finde diesen Hirsch so genial, da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Wir haben in diesem Set, machen wir es mal scharf, zwei Dementoren, einmal Sirius Black und Harry Potter. Ich bin ehrlich, ich bin in der Harry Potter Materie nicht so drin, ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, 5 Minuten davon gesehen und kann ich mit den Figuren von daher nicht viel anfangen, aber ich finde die Sets einfach genial gemacht und die Minifiguren gefallen mir auch sehr. Ich würde sagen, hier sehen wir auf der Rückseite, was uns erwartet. Hier haben wir nochmal die Minifiguren und ich mache das jetzt einfach auf. Ach ja, bevor ich es vergesse, wir haben hier 121 Teile zu einer UVP von 19,99 €. Gibt es jetzt schon so für 14-15 €. Und ich denke, das ist dann doch ein guter Deal. Wir bekommen einen Harry Potter und zwei Dementoren. So, wir machen das Set auf. Aha, oh, und da haben wir sogar schon gleich mal das schöne Getier, worauf ich es abgesehen hatte. So, Verpackung ist leer. Box tun wir hier hin. Ah, wir haben so eine. Ah, hier ist er extra verpackt. Hier haben wir noch eine Tüte. Eine weitere Tüte. Oh, sogar ein glänzender Brick. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und die letzte Tüte mit den ganzen schönen Blättern hier in diesem schönen Olivton. Dann eine kleine Bauanleitung mit, ja, 44 scharf. Jetzt mit 44 Seiten. Ich baue das jetzt auf und bin dann gleich wieder für euch da mit meinem Review zu diesem Set. Also bis gleich. Und ich bin fertig mit meinem allerersten Harry Potter Lego Set, was ich jemals gebaut habe. Und ja, es hat Spaß gemacht. Und es ist wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Set. Auch wenn es einen Punkt gibt, der mir nicht so gefällt, aber den werde ich euch dann zeigen. Zuallererst werden wir uns mal um die Minifiguren kümmern. Da hätten wir zum einen die zwei Dementoren. Wir machen die beide gleich zusammen mit weg. Weil im Grundprinzip haben sie ja dieselbe Torso-Bedruckung, wie man es sieht. Dieselbe Kopfbedeckung und natürlich auch denselben Kopfbedruckung. Wie gesagt, Rückseite ist nichts. Schöner, der gleiche Umhang, schön zerfetzt, wie sie es gehört. Und ja, es sind doch sehr schöne Figuren und auch meine allerersten Figuren, die nicht wirklich Beine haben, sondern diese geschwungenen Beine. Und es sieht doch ganz schick aus. Also ich finde es gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, hier bei der Figur ist genau dasselbe. Auf der Rückseite befindet sich keine Bedruckung vom Torso. Von daher sehr schöne Figuren, ich tue sie mal hier hin. Dann haben wir natürlich hier unseren Hauptprotagonisten Harry Potter mit seinem Zauberstäbchen. Boah, schlichte Torso-Bedruckung, kleine Beinchen, nicht bewegbar. Ein bisschen reindrücken, auf der Rückseite keine Bedruckung. Sehr schönes Haarteil, finde ich wirklich sehr gut. Und wir haben einen alternativen Gesichtsausdruck. Hier schaut er ein bisschen grimmig rein. Aber wir sind heute mal guten Mutes und wir nehmen mal diese Seite. Dann haben wir die nächste Figur hier. Und zwar, wie so, ich muss jetzt nochmal gucken. Sirius Black. Genau. Sehr schöne Torso- und Beinbedruckung. Sieht wirklich sehr elegant und sehr schön aus. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Haben sie sehr schön gemacht, das Ganze. Die Rückseite, ja, geht, ne? Er hat ein sehr schönes Haarteil bekommen und wir haben auch hier
einen alternativen Gesichtsausdruck. Ja, da ist er auch nicht so ganz fröhlich. Deswegen nehmen wir die Seite hier. Wie gesagt, das Haarteil finde ich auch spitzenklasse. Gefällt mir. So, die Figuren legen wir zur Seite. Dann kommt jetzt... Nur mal ein Schaf. Jawohl. Aha, dieses wunderschöne Tier. Wie gesagt, ein Teil. Und hier kam auch der 1x2-Brick dann rein mit dem Glitzer-Effekt hier drin. Das gefällt mir sehr gut. Wenn wir scharf kriegen, kriegen wir scharf. Jawohl. Wie gesagt, das mit dem Glitzer gefällt mir wirklich außerordentlich sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ist mal was anderes. Ich weiß, dass es bei einigen Friends-Sets das gibt. Und jetzt auch im Lebkuchenhaus passt das sehr gut als Fenster. Da sind einmal einer bedruckt mit sowas. Wie gesagt, das hier ist Hartplastik und ich merke gerade, das Geweih so ein bisschen flexibel, siebleres Weichplastik. Sehr, sehr schönes Tier. Gefällt mir wirklich gut und ist wirklich mal was anderes. Jawohl. So, dann haben wir hier natürlich, worum es sich hier dreht, um diese kleine Szenerie hier. Befinden wir uns hier, wo der Herr Sirius Black dann liegt am Wasser. Mit dem Baum hier. Ja, hier bei dem Baum. Kleine Anekdote, da habe ich so ein bisschen, glaube ich, mal beim Baum verkackt, weil eigentlich müsste das gerade sein, aber ich meine, das macht auch was. Bei Lego gibt es eigentlich kein Falschbauen und ich finde das so sogar noch viel besser und natürlicher, als wenn es gerade raus wächst bei dem Baum. Vor allem, da der sowieso so ein bisschen gespenstischer anmuten soll, das passt eigentlich perfekt und sieht richtig gut aus. Ist auch schön gemacht worden. Ich finde die Blätter wirklich super. In Oliv sehen die wirklich richtig geil, richtig gut aus. Dann hier die schon abgestorbenen Grasbüschelchen, schon ganz braun. Sehr schön gemacht. Aber wie gesagt, was mir nicht so ganz gefällt, und das ist bei diesem Baum hier genau dasselbe. Hier habe ich es richtig gemacht. Und das ist halt, ja, man sieht es, ist ein halber Baum. Ja, einfach so abgeschnitten. Das ist... Ja, von vorne sieht es gut aus, aber wenn man dann von nach hinten schaut, dann ist halt, hast du einen halben Baum. Man könnte die beiden jetzt zusammentun, da haben wir auch einen zusammen. Das sehe dann schon wieder richtig gut aus, stelle ich mal gerade so fest. Dann könnte man bestimmt irgendwas machen, dass man das dann so zusammenkriegt. Aber wie gesagt, es sind halt nur halbe Bäume. Bei diesem Baum kommt noch eine Besonderheit hinzu. Hier haben wir einen braunen Stud-Shooter und der schießt diese Parabolantenne ab. Quatsch, da ist sie weg. Und auch sie hat diesen wunderschönen Glitzereffekt mit reinbekommen. Ich finde den wirklich genial und es ist mal was anderes. Gefällt mir wirklich gut. Ansonsten ist es ein sehr, sehr schönes Set. Für jeden Harry Potter-Fan ein Muss auf jeden Fall. Die ganzen neuen Sets sowieso. Und es hat mir halt wirklich riesig Spaß gemacht, das zu bauen. Auch die Dementoren, richtig tolle Figuren. Also wie gesagt, allein schon wegen den Figuren lohnt sich dieses Set und wegen dem kleinen Gefährt hier. Einziger Kritikpunkt von meiner Seite halt wirklich die halben Bäume. Hätte man doch ganze Bäume machen können. Aber es ist nun mal so. Wie gefällt euch das Set? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr noch kein Abonnenten seid. Drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von mir. Und ich würde sagen, habt viel Spaß und wir sehen uns bald wieder. Euer Bunte Steine-Fan. Macht's gut. Ciao, ciao.